Ach, was ein Morgen. Und wir haben auch noch mit Frau Bohnkämper-Müller und auf die habe ich echt überhaupt keinen Bock. Also so gar nicht, gar nicht. Soll ich das Klassenbuch wieder zurücktun? Vielleicht gönne ich das irgendwie nicht, aber gut. Dann gibt es wahrscheinlich wieder nur Ärger, also naja, was soll's. Komm, Bibo, ich habe auch keine Lust auf Bohnenkämper-Müller. Ja. Wollen wir nicht einfach Kaffee trinken gehen, Bibo? Was war das? War das denn die Tafel? Das war nur die Tür. Das war nicht Frau Bohnenkämper-Müller zum Glück. Was? Wo ist sie? Nein, sie ist noch gar nicht da. Jetzt chill mal. Guten Morgen, Layla. Layla, weißt du eigentlich, wo Tessa ist? Die war doch sonst immer vor uns da. Ja, komisch eigentlich. Warum ist sie vor uns da gewesen? Aber wo ist sie denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Vielleicht hat sie keinen Bock auf Frau Bohnenkämper-Müller. Also ich kann es verstehen, weil ich habe auch keine Lust. Überhaupt so gar nicht heute. Also irgendwie ist Frau Bohnenkämper-Müller heute ganz schön spät, oder? Ich meine, wir waren schon zu spät, weil du noch bei Starbucks vorbei wolltest. Ja, vielleicht ist sie krank. Vielleicht. Guten Morgen, Kinder. Hier bin ich. Nee, wir haben keinen Kunst, wir haben Deutsch. Also steht auch im Stundenplan, das kann ich auch noch mal zeigen. Also ganz eindeutig, kein Kunst. Ja, Kinder, jetzt seid doch mal kurz leise. Lasst es mich doch einfach klären. Also, Frau Bohnenkämper-Müller ist ja jetzt Schulleiterin aus irgendeinem Grund. Und naja, die ist total überfordert mit dem ganzen Job. Deswegen war ich mal so gütig und mache jetzt ihren Unterricht hier. Und na gut, ihr hättet jetzt Deutsch, richtig? Ja, also Deutsch unterrichten, das kann ich ja eigentlich so gar nicht. Ja, das sollten wir auch nicht! Ja, also... Und Kunst auch nicht! Nein, also Kunst hat sie auch explizit verboten, dass ich das jetzt nicht machen darf im Vertretungsunterricht. Deswegen, ich habe mir gedacht, ich verbinde das einfach mal und lasst euch ein paar Theaterstücke schreiben. Ich meine, das ist doch im Prinzip auch wie Deutschunterricht. Aber es ist auch Kunst. Theater ist Kunst. Hä? Also, ja, ihr schreibt jetzt einfach Theaterstücke. Die könnt ihr dann ja auch aufführen. Also wäre super, ein tolles Projekt. Gibt es noch weitere Fragen? Doch, ich hätte noch Fragen. Also, um ehrlich zu sein, noch einige Fragen, Hallo, hier! Nein, super, was? Tschüss! Was ist das denn für ein Unsinn? Ich schreibe doch keine Theaterstücke! Das ist auch... Irgendwie hat er schon recht, das ist auch... meine Haare, ich reg mich so auf. Also, das ist ja auch irgendwie Kunst. Ja, aber es klingt doch ganz witzig. Nein, das klingt nicht witzig, also das klingt total furchtbar. Nein, das klingt total furchtbar, ich gehe wieder nach Hause. Nein, Chanel, du kannst dich schon wieder gehen, du hast schon Ärger, weil du die komplette letzte Woche blau gemacht hast. Ja, Papa war sauer. Die Schule hatte mir angerufen. Das war schon richtig blöd. Ja. Weil anscheinend ist ja Vertretungsunterricht doch Unterricht. Ja, wusste ich auch nicht. Also hast du mir auch falsch gesagt, aber gut. Also ich finde das gut, weil Frau Bohnenkämper-Müller ist nicht da und ist besser als Kunst. Also weil wir machen ja eh nicht so coole Sachen in Kunst und dann will er immer alles verkaufen, was wir malen. Also auf jeden Fall, ich finde das voll interessant, weil so ein Theaterstück schreiben, da kann man doch richtig kreativ sein und da kann ich mal alles, was ich so im Kopf habe, einfach mal aufschreiben. Ich finde das wirklich cool. Aber Tessa ist doch auch nicht da. Guck mal, Tessa ist auch nicht hier. Ja, Tessa kommt wahrscheinlich einfach gar nicht. Komm, was? Guck, Layla, schreibt schon, ich finde die Idee auch aber gut. Warum muss Tessa Lass uns nicht jetzt mitmachen? Einfach, ja, weil die halt nicht da ist. Sie kriegt bestimmt dafür auch noch Ärger. Los, wir schreiben jetzt einfach Meinst was du, auf, krank, wir schreiben Ideen so? Auf und in 10 Minuten können wir uns ja besprechen, was wir schon so alles aufgeschrieben haben. Ich mach was richtig Cooles. Und Punkt. So, ich bin fertig. Und ihr so? Sollen wir vergleichen? Beziehungsweise, also nicht vergleichen, also ich meinte so vortragen, was ihr so habt? Ja, ich habe auch schon was aufgeschrieben. Wollt ihr hören? Soll ich einfach anfangen? Ich finde das richtig cool. Ja, fang du ruhig an. Also ich hab nichts aufgeschrieben, ich hab mir was ausgedacht. Aber fang du an, erzähl du. Okay, also das ist so, es ist erstmal eine Piratengeschichte und für das Theaterstück brauchen wir erstmal ein Set, so ein riesiges Boot, was wir bauen und da kommen dann so ein paar Seemänner drauf und das wird eine große Geschichte. Also das ist dann so, die Seemänner kommen da drauf und dann ist da eine Hexe und eine Katze. Die Katze ist richtig gruselig, also so richtig, richtig, richtig gruselig und auf jeden Fall, die Katzen werden dann erschreckt gruselig, und deswegen hauen die ab und gehen ins Innere von dem Schiff und da ist dann so ein komischer Engel und der fängt an zu singen. Den spiel ich. Und was? Dann, ja, und dann kommt auf einmal ein riesiges, wie heißt das, so mein eine Krake. Dann kommt eine Krake und greift die an und dann müssen sie eine Stunde lang gegen diese Krake kämpfen. Und dann ist Ende. Und wen spiele ich, Bibo? Du kannst der Tentakel der Krake sein. Nein, Bibo, nein. Okay, also, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Theaterstück, also... Das klingt spannend, aber ich weiß nicht, ob das so umsetzbar ist, um ehrlich zu sein. Das ist ja schon sehr, sehr aufwendig, findest du nicht? Naja, ich kann ja mal sagen, was ich so habe. Also, ich habe ja mein Praktikum gemacht bei der Zeitung, wie ihr alle wisst. Und
Naja, da habe ich eigentlich, darf ich den Namen gar nicht, deswegen habe ich den Namen umgeändert. Und zwar habe ich da eine kennengelernt und die hat mir dann so ihre Geschichte erzählt. Und davon würde ich ganz gerne das Theaterstück machen. Und zwar heißt die, das Mädchen heißt Lydia. Und die ist eine Sängerin und dann geht es um den Werdegang von ihr. Und sie ist nämlich Popstar geworden. Und als Kind hat sie schon immer gern gesungen und so. Und dann, dann hat sie, wie gesagt, gern gesungen und dann ist sie Popstar geworden. Und das war super spannend und das würde ich ganz gerne als Theaterstück machen, weil ich glaube, das kann man ganz cool machen. Ich stelle mir sowas vor, so ein bisschen wie High School Musical. Also man kann ja so mit Hintergrundtänzern und so. Also ich spiele natürlich die Hauptrolle. Also ihr könnt Tänzer sein, wenn ihr möchtet. Wobei ich glaube, Bibo kann nicht so gut tanzen. Genau. Und Tessa ist auch Tänzerin bei dem Stück. Und dann gibt es auch ein schönes Happy End und so weiter und so fort. Naja, Chanel, was hast du denn so Schönes? Hä? Deins ist ja auch ein Musical. Warum ist denn dann meins schlecht? Hey, ich verstehe das alles nicht. Warum wollt ihr beide singen und warum sollen wir tanzen? Na, ich kann voll gut singen. Du kannst nicht gut singen. Was soll das, Bibo? Da kommt überhaupt kein Geräusch, wenn du das machst. Doch, das kommt dann aus dem Hintergrund. Das ist total seltsam, ich verstehe das nicht. Das nennt man Playback. Das ist so seltsam, Bibo. Ich habe keine Ahnung. Also, Leila, ich fand dein Stück irgendwie voll langweilig. Da fehlen mir Explosionen. Also, in meiner Geschichte, da sind Einhörner und die wohnen im Einhornland. Und der Vater von dem Einhorn ist der König von den Einhörnern. Und der stirbt dann und dann geht das kleine Einhornkind geht zu dem Erdmännchen und zu dem Warzenschwein und die ziehen das dann auf. Und dann kommt es wieder und dann wird es auch König der Einhörner. Das ist ja voll traurig. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ist das nicht irgendwie König der Löwen oder so? Also nein, das heißt König der Einhörner! Aha, es ist aber kopiert davon. Ich weiß nicht, ob das gilt, um ehrlich zu sein. Okay, ich habe auch noch eine andere Idee. Das sind Cupcakes und die sind in einem Laden und die sind alle Freunde und die wollen alle auf Partys und so gehen. Und ja, das ist die andere Idee. Mehr weiß ich dazu noch nicht. Aber das ist halt mit Cupcakes und ja. Ich bin total verwirrt. Also deine erste Geschichte ist eigentlich König der Löwen, aber das wäre ja auch ein Musical. Ja, den haben wir ja auch erst geguckt, das wusste ich halt noch. Und das andere war mit den Cupcakes, aber werden Cupcakes nicht gegessen? Das ist auch voll traurig. Warum schreibst du so traurige Geschichten? Also ich habe die nicht geschrieben, ich habe mir das einfach nur ausgedacht. Das ist alles in meinem Kopf, ich habe das nicht aufgeschrieben. Und deswegen ist es weniger traurig, oder? Ja. Aber werden die am Ende gegessen, die Cupcakes? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit Cupcakes passiert. Ich hoffe nicht. Haben sie Namen? Sie können sprechen und sie haben Namen. Wie aber ich weiß die? Nicht, welche. Weiß ich noch nicht. Eine könnte Vanille-Vera heißen. Ew, Bibo! Also, ich will ja nichts sagen, aber ich finde das echt komisch, die Geschichte. Also, ich würde sagen, wir setzen meins um, weil es ist auch am sinnvollsten und auch am wenigsten aufwendig. Da brauchen wir nicht irgendein Schiff bauen, wir brauchen auch keine Krake mit irgendwelchen ekligen Tentakeln. Das ist eh zu gruselig. Aber das wäre so cool. Stell dir das doch mal vor. Die jüngeren Schüler gucken ja auch zu. Das ist zu gruselig. Also, wir machen mal. Das hat außerdem ein richtig schönes Happy End. Da wird keiner gegessen. Oder da passiert auch nichts Schlimmes. Sondern das ist ein schönes Happy End. Ja, langweilig. Nein, du bist langweilig. Wie? Da gucken andere Schüler bei zu? Wir müssen das tatsächlich aufführen? Vor anderen Leuten? Das ist doch nicht... Das passiert doch nicht wirklich, oder? Also... Philipp hat ja keine Fragen von uns beantwortet. Also... Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber jetzt, wo ich es aufgeschrieben habe, will ich das auch machen. Boah, und stellt euch mal vor, dann ist da die Katze und die Hexe und die fusionieren zu so einem riesigen Roboter und beschießen die Tentakel mit Lichtstrahlen und allem. Und dann kommt so richtig krasse Rockmusik. Das ist voll der Unsinn, Bibo. Also, wir machen auf jeden Fall meins und wir können das schon mal aufplanen. Also, Chanel, du könntest, wenn du willst, dich um die Outfits so ein bisschen kümmern. Ich glaube, das passt, das machst du bestimmt gerne, aber bitte nichts Pinkes, danke. Und Bibo, du kannst gucken, was wir noch so brauchen. Wir brauchen ja noch Musik und so. Obwohl, nee, Musik, das mache ich lieber selbst, weil ich möchte nicht, dass du das raussuchst. Du kannst aufschreiben, was wir noch so für Sachen brauchen. Wir könnten zum Beispiel, wir brauchen ein Mikrofon, eine Gitarre brauchen wir, die Kostüme kümmert sich Chanel, Tessa kann sich ja auch noch, obwohl Tessa, die könnte ja das Styling machen, weil ich meine, sie macht ja ihr Business und so. Perfekt. Wo ist Tessa überhaupt? Keine Ahnung. So, perfekt. Ich schreibe das schon mal alles mit, ne? Also, ich eine singende ja. Rolle? Nein, ich glaube nicht. Besser ist das. Das waren ja jetzt vielleicht 30 Minuten oder so. Kurzer Projekttag.
So, wir sollen jetzt einfach gehen? Wollen wir das nicht trotzdem weitermachen? Also ich finde das cool, oder? Also ich möchte gerne an der Umsetzung noch weiterarbeiten. Ja, ich finde das eigentlich auch, dass wir noch einfach hier bleiben sollen. Also sie hat ja gar nicht gesagt, was überhaupt der Notfall ist. Nee. Das Theater, finde ich, hat Priorität. Ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, vielleicht brennt es ja auch oder sowas. Also gut, dann wäre der Feuermelder an. Aber ich weiß ja nicht, was los ist. Also ich glaube, es ist vielleicht doch besser, wenn wir mal... Oder ich guck nach. Ja, guck einfach mal. Geh raus. Ich schreibe hier noch ein paar Sachen auf. Okay, ja gut. Ich muss es ja eh machen als Klassensprecherin. Aber was? Also ich würde jetzt trotzdem gehen wollen. Bibo, wollen wir nicht einfach gehen? Wir können doch wieder zu Starbucks gehen. Und glaubst du, das hat was mit Tessa zu tun tatsächlich? Die ist ja heute nicht da. Glaubst du, sie hat was damit zu tun? Sie ist nicht mit da? Mit Bodencamper Müller? Keine Ahnung. Aber... Oder mit Philipp auch. Hä? Wieso mit Philipp? Weiß ich nicht, der ist auch nicht wiedergekommen. Ja, der... Ich habe nicht gedacht, dass der wiederkommt. Also ich habe keine Ahnung. Wollen wir gehen? Oder wollen wir auf Layla warten? Oder was wollen wir machen? Wir können Layla beim Lehrerzimmer abholen. Okay, und dann gehen wir zusammen zu Starbucks und können dann weiter an dem Theaterstück arbeiten. Nein! Und dann singe ich! Heute, ich bin auch extra früh gekommen und ich habe den Frappuccino heute Morgen sogar umsonst bekommen von Starbucks. Und es wird bestimmt so ein schöner Tag. Ich bin so gespannt, was ich alles für schöne Geschenke bekomme, was Layla für mich vorbereitet hat und ob Tessa wieder da ist. Und Bibo hat sich bestimmt extra viel Mühe gegeben. Ich habe Papa ja auch gefragt, ob ich heute nicht zu Hause bleiben kann, weil eigentlich, ich finde, das ist eigentlich ein Anlass, dass man schon zu Hause bleiben kann. Aber er hat gesagt, nein, das ist ein ganz normaler Tag und du musst zur Schule gehen. Es ist halt ein Wochentag. Wenn es Wochenende wäre, dann dürfte ich zu Hause bleiben. Aber gut, am Wochenende bleibe ich eh immer zu Hause. Und am schlimmsten finde ich, dass wir heute noch diesen Mathe-Test schreiben müssen. Warum muss ich diesen Mathe-Test mitschreiben? Ich finde, es sollte eine Ausnahme für mich geben, dass ich keinen... Oder ich sollte direkt eine 1 bekommen. Das wäre am besten. Morgen. Oh, hey, Chanel, du bist ja schon da. Hi! Wie kommt das denn? Hübsche Krone? Coole Krone, wie gesagt. Ja, ne? Habe ich extra für heute aufgesetzt. Okay, für den Mathe-Test oder was? Ich finde das voll blöd, dass wir diesen Mathe-Test schreiben. Ich auch. Naja, sowas heißt ich auch. Ich finde es eigentlich ganz cool. Wow, Smiles, warum bist du denn so am Grinsen? Also... Ja, heute. Also, das Wetter ist heute richtig schön, ne? Ja, und? Ich meine, es geht langsam in den Herbst, aber ich finde das so toll, wenn die Sonne dann so schön scheint. So ein schöner Herbsttag. Und es ist ja auch ein ganz besonderer Tag heute. Ja, das stimmt. Also das Wetter ist, wie gesagt, schön. So, ach, ich habe meine Formelsammlung vergessen. Oh Mist. Hä, was ist eine Formelsammlung? Guten Morgen! Hey, Layla! Chanel, was sollte das denn heute Morgen? Du bist einfach schon ohne mich losgefahren. Ich habe überall nach dir gesucht. So, also hast du jetzt eine Erklärung für mich oder was? Ja, also heute, du weißt ja, es ist ja ein ganz besonderer Tag heute. Und deswegen bin ich schon früher los, weil ich musste noch was vorbereiten. Und ich war auch schon bei Starbucks und ich habe den Frappuccino heute Morgen umsonst bekommen. Was ist denn? Ja, wegen der Krone oder was? Ist Tag der Königin oder was ist los? Nein. Also ich weiß auch gar nicht, was an dem Tag so besonders sein soll. Wir schreiben Mathe, das ist doch voll schwer. Also, ich finde das nicht wirklich, aber Bibo, du weißt, was heute für ein Tag ist. Hä? Also, Bibo, keine Ahnung, was sie meint. Ja, wir schreiben ja heute Mathe. Also, ich bin relativ gut vorbereitet. Ich will da nichts sagen, aber genau, Tessa ist irgendwie krank. Also, sie ist ja dann nicht da. Deswegen habe ich mich jetzt hingesetzt, dann bin ich auch näher und dann können wir ein bisschen mehr, also natürlich nicht während der Klausur quatschen, das ist ja ganz klar, ne? Ach ja, und was macht ihr eigentlich später? Also, ich meinte jetzt nach der Mathe-Klausur, weil es hat ja in der Stadt dieser neue Laden da aufgemacht. Habt ihr das eigentlich schon gesehen? Das ist doch dieses Zalando-Outlet oder so. Wart ihr da schon? Sollen wir da vielleicht vorbei? Also, habt ihr später Zeit? Schon und das ist richtig, richtig cool. Ich habe eh gedacht, dass wir heute was zusammen machen. Also, es ist mega gut. Auf jeden Fall super. Dann gehen wir direkt nach der Schule schon. Hä, Moment mal. Was meinst du? Du hast damit gerechnet, dass wir was zusammen machen? Warum fragt mich denn keiner vorher? Es ist heute ein besonderer Tag. Und dann dachte ich, du hältst dir den frei. Ich habe keine Zeit heute. Mich hat keiner vorher gefragt. Ich habe keine Zeit. Wie? Da muss man dich nicht fragen. Bibo. Doch, offensichtlich schon, weil ich habe ja keine Zeit, was mit euch zu machen. Hast du keinen Kalender? Doch, ich habe einen Kalender. Und da drin steht, dass heute die neue Folge von dem Piraten-Anime läuft. Und den muss ich doch die sofort gucken, wenn die rauskommen. Was ist denn Unsinn, Bibo? Die kannst du morgen auch noch gucken. Das macht doch gar keinen Unterschied. Doch, das macht einen Unterschied, weil bis dahin ist schon alles voll mit Spoilern. Und dann weiß ich schon, was passiert. Aus dem Internet raus. Aber nein, da ist doch auch die Folge. Die können live kommentieren dabei. Was?
Okay, ganz ruhig. Ist ja, man muss sich ja nicht streiten, deswegen. Ich meine, das läuft ja nicht weg. Das Outlet ist jetzt da erstmal. Das wird da auch in ein paar Jahre wahrscheinlich sein. Vielleicht auch für immer. Also wir können das immer noch morgen machen, übermorgen. Ich habe auch übermorgen Zeit und danach auch. Und obwohl nachmittags habe ich eigentlich, naja, ist ja auch egal. Ich kann auch nächste Woche. Wir können das doch auch nächste Woche machen, oder nicht? Nee, aber nächste Woche ist das dann nicht mehr das Gleiche. Also heute. Heute ist doch der besondere Tag. Und nee, also wenn heute. Ach Mann, Chanel, jetzt stell dich doch nicht so an, ob jetzt heute oder nächste Woche. Nein, heute. Weil, Mibo, das ist voll gemein. Also ganz ehrlich, ich habe auch gar keine Lust auf so spontan. Also wir machen das jetzt nächste Woche und ich will das vorher auch, dass mir Bescheid gesagt wird. Mibo, das ist überhaupt nicht spontan. Okay, das ist aber schon alles sehr seltsam. Also die beiden, keiner von denen denkt an meinen Geburtstag und Tessa ist gar nicht da. Aber ich glaube, nachher im Outlet, das wird eine Überraschungsparty für mich. Ich glaube, die beiden haben da einen Plan. Also, ich fand das mega unfair, dass ich diesen Mathe-Test mitschreiben musste und dass Frau Bodenkämper-Müller mir dann nicht wenigstens direkt eine 1 gegeben hat. Weil ich finde das nicht gut. Weil ich finde, wenn man so einen besonderen Tag hat, dann sollte man schon wenigstens eine 1 kriegen. Hä, warum ist das denn unfair? Warum solltest du da jetzt einfach nicht mitschreiben oder eine 1 bekommen, nur weil du eine Krone auf hast oder was? Ja. Glaubst du, du bist was Besonderes? Heute schon. Also wenn ihr jemanden eins kriegt, dann ich. Und zwar, weil ich gelernt habe. Also ich fand die Klausur eigentlich voll einfach. Also Leute, wir haben jetzt gesagt, wir machen das jetzt nächste Woche mit dem Shoppen. Ne? Also hey, nein! Nicht. Okay, also ich gehe dann jetzt, weil dann mache ich halt was anderes Schönes heute noch. Bis dann, Leute. Ja, also wenn Leila geht, dann kann ich ja jetzt auch gehen. Nein, ich muss ja noch Käsebrötchen kaufen. Das wird ein richtiges Spektakel. Was? Ganz ruhig, Chanel. Also die beiden sind jetzt zusammen weggegangen. Das ist bestimmt eine Überraschung für mich. Die kommen bestimmt gleich wieder. Also die gehen ja sonst auch nie zusammen weg. Also ich bleib einfach mal hier sitzen und warte. Also kommen die denn jetzt wohl nochmal wieder? Weil es ist jetzt schon ganz schön spät geworden. Und wir, also die haben doch wohl nicht wirklich... Also ich hoffe, die haben was vorbereitet, weil... Die haben doch wohl nicht meinen Geburtstag tatsächlich vergessen. Das kann doch wirklich nicht sein. Also, das ist wirklich der schlimmste Geburtstag, den ich je hatte. Mein Tag ist wirklich, der ist komplett ruiniert. Komm schneller. Oh, das ist ja schon. Zum Glück, da bist du ja noch. Eins, wir müssen singen. Happy Birthday. Oh, okay. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Chanel. Happy Birthday to you. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir müssen jetzt zum Geburtstag gratulieren. Wir haben das ja total vergessen, aber es ist uns gerade wieder eingefallen. Gratulation. Genau, wir haben das vergessen. Tut uns leid. Also, ich habe nochmal in meinem Kalender geschaut und zu Hause stand halt, naja, Chanel Geburtstag. Und wir haben uns echt, also wir haben das wirklich nicht gewusst. Tut uns leid. Ja, aber wir haben dir Geschenke jetzt noch mitgebracht. Da. Habt ihr noch an meinen Geburtstag gedacht? Dankeschön. Tut uns leid, dass es so spät ist. Also wir haben da wirklich nicht dran gedacht. Aber jetzt können wir auf jeden Fall noch in die Stadt gehen und was Cooles mit dir machen. Okay, dann gehen wir jetzt ins Outlet und danach gehen wir noch zu Starbucks und ich will auch noch was essen gehen und vielleicht können wir auch noch ins Kino gehen und den Barbie-Film nochmal gucken. Also wir können auf jeden Fall noch mal los und raus und so, aber um Punkt 18 Uhr muss ich die Serie gucken. Nein, Bibo, also du kommst Kino definitiv kann ich nicht mit in den Barbie-Film. Also Barbie-Film. Ihr könnt die Serie ja wir mitgucken. Wir haben ihn erst 5-mal gesehen. Wir müssen ihn direkt nicht noch ein 6-mal gucken. Das du musst so viele mitkommen. Pferde. Naja, ich meine, Chanel hat Geburtstag und sie kann aussuchen, was wir machen. Also ob wir Piraten gucken oder Barbie. Also ich habe ja extra was Pinkes angezogen. Also wir können gerne in Barbie-Film zusammen gehen. Gut, dann gehen wir den nochmal angucken. Wir gucken, ob Tessa noch mit will. Vielleicht geht's ihr ja schon besser. Und stimmt. Ja, dann machen wir das okay, auf jeden Bibo, Fall. Geh mal schon mal vor. Aber eigentlich ist gar nicht mein Geburtstag, es ist mein Namenstag. Aber egal. Und, was kann ich noch sagen? Warte, okay. Doch, offensichtlich schon, weil ich habe ja keine Zeit, was mit euch zu machen. Hast du keinen Kalender? Mibo, das ist voll gemein! Ich habe vergessen, was ich am Ende sagen wollte. Was wir haben dir Geschenke jetzt noch mitgebracht. Da. Hier. Und. Schön. Was passiert hier? Ich kann die nicht nehmen! Jo, Leute, was geht? Bin wieder da. Gar keinen Bock auf Schule. Oh, hi, Tessa. Schön, dass du wieder da bist. Guten Morgen, Tessa.
Hey Tessa, wie geht's? Wo warst du? Wir haben uns ja vor langem nicht gesehen. Geht's, also, was hast du gemacht? Warum warst du nicht hier? Jo, Sis, ich habe auch eine Mathe-Klausur geschrieben. Leben gelebt, ja, dies, das. Ich habe Business-Sachen zu tun und... Was für Sachen? Hast du wieder Haare gemacht? Ja, richtig. Oh, apropos Haare machen. Ich brauche dich auf jeden Fall für meine Theater-Geschichte. Aber das musst du noch in Ruhe erzählen. Du musst uns da auf jeden Fall... Du bist die Stylistin. Okay, aber das kostet, ne? Aber ich dachte, wir wären Freunde, also... Ja, du kriegst natürlich Freundschaftspreis, Schwester. Okay, also wir haben, wie gesagt, die Mathe-Klausur geschrieben. Ich weiß nicht, ob du da noch die nachschreiben kannst. Mal gucken. Jo, aber ich muss noch ein bisschen chillen, weil ich war die letzten Tage auch ein bisschen krank, deswegen, also... Oh, ich hoffe, du bist jetzt wieder gesund. Ich bin jetzt wieder hier, aber, Also wenn du noch krank bist, dann setz dich bitte da vorne hin, da ist noch ein freier Platz. Schwester, komm klar. Chanel hat übrigens Geburtstag und du hast überhaupt nicht gratuliert, du hast das wohl vergessen. Ihr habt es auch vergessen gehabt und ich hatte nicht Geburtstag, ich hatte Namenstag, Bibo. Geburtstag habe ich im März. Von welchem Namen denn jetzt, Chanel oder deinem echten Namen? Psst. Okay. Sag meinen echten Namen. Naja, auf jeden Fall, du musst dich jetzt doch gratulieren, das macht man als Freunde. Jo, was für ein Namenstag, Bro. Ja, ich hab den hier bekommen, sowas. Guck mal, wie süß er ist. Sorry, in meiner Welt gibt's sowas einfach nicht, aber Glückwunsch. Naja, Namenstag hin oder her. Also, für dich, wir haben eine Aufgabe bekommen. Also, wir hatten Vertretung mit Herr Philipp oder wie der heißt. Und da ging es auf jeden Fall darum, dass wir ein Theaterstück schreiben sollen. Und wir setzen sowieso mal eins um. Also, das haben wir schon geklärt. Aber du musst deins auch noch aufschreiben, sonst gibt's Ärger. Also, ich gebe dir hier schon mal. Also, wie gesagt, einfach so. Du kannst dir ein Theaterstück aussuchen, was du halt cool findest. Bitteschön, du kannst auch das von mir nehmen. Jo, Schwester, das brauche ich nicht. Ich mach Warum? Das. Willst du das im Kopf machen? Also Chanel hat das auch im Kopf gemacht, aber so gut ist es dabei nicht rausgekommen. Also ich würde das lieber aufschreiben. Also mein Theaterstück, das geht um Cupcakes und die werden nicht gegessen, sondern die sind alle beste Freunde und die haben alle so lustige Namen. Und das habt ihr euch jetzt alles überlegt? Schwester, also meins ist cooler. Ich habe was über... Also meins oder wir machen doch König der Einhörner. Nein, wir machen Popstar. Jo, also ich bin noch nicht so Kennst du Lydia? Blöd und überleg mir da jetzt was. Als ob ich mir jetzt so viel Mühe gebe. So ein Quatsch, ey. Was machst du denn da jetzt mit dem Handy? Ja, ich frage jetzt einfach ChatGPT. Du fragst wen? Ja, das dauert 2 Minuten. Ich tippe da einfach meine Frage ein und dann gibt der mir das innerhalb von 10 Sekunden. Hier so ein Theaterstück oder was auch immer. Hausaufgaben, alles kann ich damit machen. Mal. Dies, das. Guck mal, das ist richtig gut. Wie lange ist Bibo eigentlich auf Toilette heute? Was ist das? Ja, das ist richtig gut. Solltest du dir auch zulegen. Ah, du hast wahrscheinlich nicht mal ein Handy. Hm. Ja, natürlich habe ich ein Handy, aber ich, das ist doch Fake. Also das ist doch Betrug, wenn man das so... Voll die gute Idee. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Das ist, ich glaube nicht, dass das fair ist. Ja, schau, Schwester. Wenn du jetzt Internet auf dem Handy hättest, dann... Was hast du da? Ich bin ja da von der Toilette. Ich hoffe, du hast deine Hände gewaschen. Also, ja, aber wirklich, Bro. Das ist eklig, also guck Mann. Mal, kennst du da? Chat? Also wir schreiben mit ChatGPT, kennst du ja, den? Ja, wer wir ist das? Diese komische Aufgabe, das ist so ein Internet Roboter ja, Freund. Ist das ein Kumpel von Miai? Den kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht. Also Miai war mal, also kennst du diesen Snapchat Chatbot Dings und dann dachte Bibo, dass das mein bester Freund. Naja. Mit dem kannst du auch chatten anscheinend. Ah, cool. ChatGPT ist auf jeden Fall ziemlich cool. Du fragst einfach alles, was du wissen willst und der sagt dir das innerhalb von 3 Sekunden. Also, so schlau, Chat? Also, ja, das ist Bro. Also, das ist halt eine andere Sache, wenn ich einfach mit den chatte, aber du... Also, sie hat jetzt ihr Theaterstück damit einfach gemacht. Ja, ich kann damit Hausaufgaben machen. Und was machen, hat er geschrieben? Aber das ist doch irgendwie Betrug, oder? Weiß ich nicht. Betrug, also, Chat muss sich das ja auch ausdenken. Ja, okay. Na gut, also du darfst das nicht als deine eigene Idee... Betrug. ...jetzt nehmen. Du musst halt sagen, bye, Chat. Ja, genau. Aber was hat er denn geschrieben? Erzähl mal. Ja, der hat hier so ein Theaterstück hat er mir. Der hat mir jetzt erstmal ein paar Ideen gegeben. Jetzt suche ich mir eine Idee von aus und dann lasse ich mir das konkreter... Also ich glaube, die Lehrer merken das. Also wenn wir meine Idee abgeben meine und deins... Idee. Die Lehrer, die interessiert's doch gar nicht, was wir hier treiben, Mann. Wen juckt's, ob das jetzt ChatGPT schreibt oder ich? Ich sag einfach, ich hab's geschrieben. Die checken das doch nicht. Also ich enthalte mich. Ich enthalte mich. Also Chat ist dann bestimmt sauer, wenn du seine Idee klaust. Mir ist das jetzt egal. Ich enthalte mich. Ach, Bro, du hast es nicht gecheckt. Ich lade mir das auch mal runter. Das kann mir bestimmt die Cupcake-Idee noch mal weiter ausformulieren. Das ist voll gut. Nein, die war gruselig. Die war nicht gruselig, Bibo! Also ich finde das wirklich... eine Frechheit, dass ich für mein Theaterstück eine 3 bekommen habe. Ich meine, wir haben uns ja schon geeinigt, dass wir das umsetzen und wir haben schon alles geplant. Außerdem war das voll cool und das war super ausgearbeitet. Und ich dachte, Philipp mag auch Musik und so. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das mir schon peinlich, warum ich eine 3 habe. Und was habt ihr für Noten bekommen? Also ich habe auch eine 3 und eigentlich ist das ja eine richtig gute Note für mich. Aber ich finde im Vergleich
mit dir, Leila, wenn du auch eine 3 hast, das finde ich dann irgendwie doof, weil deine Geschichte war ja super langweilig und meine war total krass. Also, weiß nicht. Jetzt bin ich mit der 3 auch nicht mehr zufrieden. Wie soll man das machen mit den Transformers und so? Das funktioniert doch alles gar nicht. Ja, das sehen wir dann. Was hast du denn? Ich habe eine 2 bekommen. Philipp fand das gut mit den Cupcakes. Er fand, dass das halt sehr menschliche Züge hätte und dass das sehr an sehr viele Fragen aufwerfen würde. Er fand das sehr ambitioniert. Also ich habe auch einige Fragen. Warum kriegst du eine 2 dafür? Das war total dramatisch am Ende, wo die Cupcakes gegessen wurden. Er fand's gut. Aber Tessa, was hast du eigentlich? Weil du hast das ja mit ChatGPT geschrieben. Hat das was gebracht? Jo, Schwester, ich sag's dir, wie es ist. Natürlich hat's was gebracht. Ich habe eine 1 und war ja auch klar, Mann. ChatGPT ist einfach krass. Du hast eine 1 mit ChatGPT, also dafür bekommen, dafür, dass du es wieder selber gemacht hast? Ich hab's euch doch gesagt, Leute. Würdet ihr einmal auf mich hören, dann hättet ihr auch bessere Noten. Das ist ja voll unfair. Also ich meine, deswegen. Ich habe wenigstens mein eigenes Gehirn angestrengt. Und ach, dafür ich eine Schwester, bekommen? Bei mir läuft. Komm einfach klar und akzeptier's. Findet ihr das nicht auch voll unfair? Hä, du hast eine 1? Aber wofür denn? Was hast du denn überhaupt da gemacht? Also ich habe mich jetzt mal wirklich doll angestrengt und ich hatte auch richtig Spaß bei dem Projekt. Und das wird schon wieder überhaupt nicht belohnt. Ich finde das total unfair, dass du jetzt einfach eine Maschine benutzt, um eine 1 zu bekommen. Vor allem eigentlich hat Chat die 1 bekommen und nicht du. Doch, sie ich hat sag die... das Miai. Aber, ja, Simon, den interessiert das überhaupt nicht. Doch, den also, interessiert alles. Ich habe mir das runtergelernt, ich werde das jetzt auch machen. Das ist voll gut. Nein, Janelle, tu das nicht. Guck mal, eine rosa Taube. Ah, cool. Hallo? Hallo, ist das an? Ja, okay, es ist an. Also, liebe Schüler, ihr hört mich? Bitte, die Tessa soll bitte bei mir ins Büro kommen. Tessa, komm sofort bei mir ins Büro. Was will die Alte denn jetzt? Soll ich dir die Haare schneiden oder was? Wird auch mal wieder nötig bei der ihrer Frisur, aber... Ich glaube nicht, dass sie einen Termin bei dir will zum Haare machen, oder? Also, es ist bestimmt irgendwas Wichtigeres, keine Ahnung. Mann, das nervt mich jetzt schon wieder. Vielleicht, weil du gefehlt hast auch letztens. Du warst ja einfach nicht da. Ja, woher soll die das denn wissen? Ja, weil das die Schulleiterin ist anscheinend. Also, keine Ahnung. Ja, vielleicht geht's auch um die Mathe-Klausur, wo du nicht da warst. Geh jetzt hin, lass dich nicht so lange warten. Ja, ich gehe ja schon. Ja, ciao. Ja, was denkt ihr denn jetzt, worum es geht? Also, ich glaube, das ist, weil sie halt letztens einfach nicht in der Schule war. Ja, also Frau Bohnkämper-Müller hat jetzt gar nicht gesagt... Also sie hat ja keinen Nachnamen gesagt. Vielleicht geht's ja auch um die Tessa aus der T. Cool, die Verwechslung hatten wir neulich schon mal. Keine Ahnung, aber vielleicht geht es auch wirklich um die Haare, weil die Frau Bohnenkämper-Müller, die braucht halt wirklich Hilfe. Ne? Die braucht wirklich Hilfe. Also sieht nicht so schön aus wie bei mir. Jo, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ey, diese Bohnenkämper-Müller, die hat einfach nicht alle Tassen im Schrank, Alter. Ich glaube, es hackt, man. Die hat mich einfach von der Schule verwiesen, nur weil die irgendwie erkannt hat, dass ChatGPT meine Hausaufgaben gemacht hat. Keine Ahnung, Bro, woher die das weiß. Was heißt das denn? Gehst du dann nicht mehr bei uns in die Klasse? Oder irgendwie nur einen Tag? Oder was? Ja, wo gehst du denn jetzt hin? Was machst du denn dann? Keine Ahnung. Also ich meine, ich habe genug zu tun mit meinem Business, aber ganz ehrlich, ich werde so einen krassen Ärger zu Hause bekommen von meinen Eltern. Ich wollte jetzt einfach wieder hier zurück in die Schule und vor allem die Bohnenkämper-Müller, die hat dann auch noch irgendwas gelabert von wegen, dass die Sporthalle unter Wasser war oder so. Ey, was hab ich damit zu tun, Mann? Bro, ich war gar nicht da, ich war krank, ja? Das ist natürlich, also das ist jetzt wirklich voll krass irgendwie, also... Tut mir voll leid für dich, Tessa. Also, es ist ja nicht so, als hätte ich dich nicht gewarnt. Ich habe gesagt, es ist keine gute Idee. Du solltest das hier aufschreiben und nicht mit ChatGPT. Aber, also, dass es so eine krasse Strafe ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, das finde ich schon echt unfair. Und ach so, das mit der Turnhalle, also, naja, es ist so, also, in der Schule gehen schon Gerüchte rum, dass du das vielleicht gewesen bist. Aber wir haben direkt gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das würdest du niemals machen, du warst ja auch nicht da. Vielleicht können wir ja so eine Petition gründen und dass du dann halt doch wieder hier bleiben kannst oder so. Jo, Schwester, ist gut, lass mal gut sein. Du, ist jetzt halt, wie es ist, dann habe ich halt mehr Zeit für mein Business. Ich muss einfach nur mal checken, wie ich das mit meinen Eltern kläre, aber... Hm. Ja, ich geh dann mal, ne? Macht's gut. Mann, ey. Also denkt ihr, sie ist, jetzt kann ich ja hier sitzen, also ja, komm, denkt ihr, sie ist jetzt wirklich weg, also so wirklich, oder kommt, also... Vielleicht ist das auch ein Prank, vielleicht stimmt das auch alles gar nicht und vielleicht kommt sie ja einfach morgen wieder, vielleicht hatte sie einfach nur keine Lust mehr auf heute und wir haben ja jetzt auch nur noch Kunstglas.
vielleicht. Und Bibo hat ja die ersten Tentakeln gemalt. Aber vielleicht... Was hast du gemalt? Nein, aber vielleicht kommt sie einfach wieder und wollte jetzt einfach nur nach Hause. Also ich glaube nicht, dass das ein Prank ist, weil ihr habt doch die Ansage gehört, die Durchsage von Frau Bonkamp. Aber vielleicht gibt es auch eine andere Tessa. Ich glaube, dass Chad sich jetzt wirklich beschwert hat darüber. Meinst du, ich muss das löschen? Ich lösche das sofort. Du hast auch damit angefangen. Willst du auch von der Schule fliegen? Mach ihn weg. Bist du? Das ist ja jetzt voll traurig irgendwie. Also, wie gesagt, vielleicht können wir uns einsetzen. Also, ich als Klassensprecherin werde mich bemühen. Vielleicht kann ich ein Wort irgendwie einlegen, ein gutes Wort, dass Tessa wieder zurückkommen kann. Du wolltest eine Petition starten. Ich schreibe hier schon mal meinen Namen auf. So, ich habe unterschrieben. Aber was wollen wir überhaupt? Na, dass sie bleibt. Oh, das Blatt ist doch leer. Da müssen wir doch erstmal hinschreiben, worum es geht. So, und Leila, jetzt du. Nein, das hat... Das schreib da jetzt drauf! Das macht doch du willst Sinn. Gar nicht, dass sie wiederkommt. Ach, natürlich will dann ich das. Dann schreib drauf. Das ist doch echt Quatsch. So, und damit gehe ich jetzt zu Frau Bonkamper Müller und sag das. Ja, das steht immer noch nicht drauf. Das wird nichts bringen, Bibo. Bibo hat da nur drauf gekritzelt. Du kannst nicht zu Frau Bonkamper Müller gehen. Die mag dich nicht. Ich glaube, die mag niemanden, aber auch niemand mag sie. Guten Morgen. Ach nee, ist ja keiner da. Ich bin ja immer die Erste. Oh Mann, aber ich bin echt gespannt, ob Tessa heute mal wiederkommt, weil so langsam... Irgendwie fehlt sie mir schon, wobei ich jetzt ja wieder endlich auf meinem Platz sitzen kann. Aber trotzdem fehlt sie mir, auch wenn sie mich manchmal nervt. Oh, guten Morgen, Leila. Schön, dass du schon da bist. Bibo kommt heute später, der holt noch Käsebrötchen. Hey, morgen, Chanel. Ja, hi. Ich setze mich erstmal ein bisschen näher zu dir. Bibo ist ja noch nicht da. Wo ist Bibo eigentlich? Der holt Käsebrötchen, das weil... Immer das Gleiche. Oma hatte keine gekauft gestern Abend, weil sonst kauft Oma die ja eigentlich immer abends. Und dann hat Bibo die, oder heute Morgen waren keine da, deswegen musste Bibo jetzt noch selber wie auch einkaufen. Immer, aber was ist eigentlich, also wann kommt eigentlich Tessa wieder? Also denkst du, die kommt jetzt bald wieder, oder? Ist Tessa nicht von der Schule geflogen? Ach ja. Aber heißt aber so also, wirklich, also ich weiß halt nicht, ob das jetzt keine wirklich Keine Ahnung, also von der Schule geflogen? Also auf meiner alten Schule hieß das, dass man rausgeflogen ist. Also ich bin nicht rausgeflogen, ich wollte ja die Schule wechseln, aber andere Leute sind von der Schule schon mal rausgeflogen. Also ich weiß und, nicht. Ich meine, hier sind ja auch schon Leute von der Schule geflogen und dann kommt man halt nicht wieder, weil dann muss man auf eine andere Schule gehen, weil die Schule will einen ja nicht mehr haben. Ich hoffe, sie kommt wieder. Vielleicht überlegen die Lehrer sich das ja noch irgendwie. Oder wir fragen nochmal. Keine Oder Ahnung. So. Guten Morgen, Leila. Guten Morgen, Chanel. Tessa ist ja nicht da. Oh mein Gott, Leute, ihr glaubt einfach nicht, was in meinem Rucksack hier drin ist. Also warum trägst du den Rucksack überhaupt da vorne? Also das ist mir so peinlich. Naja, egal. Wahrscheinlich. Also Bibo, waren Käsebrötchen im Angebot 3 für 1 oder so? Hast du mehr Käsebrötchen Wahrscheinlich gekauft? Die ganze Tasche voll. Oder vielleicht noch so eine blöde Frau Barsch. Wobei, ich würde auch ein Käsebrötchen nehmen. Also wenn du mehr Käsebrötchen hast, gib ruhig her. Ja gut, ich würde auch eins nehmen. Nein, die liegt total falsch. Also nicht so ganz. Also ja, Käsebrötchen habe ich auch dabei. Aber was viel Besseres, das zeige ich euch. Chanel, du musst mal weggehen. Ich sitze hier doch. So, und zwar hab ich, so, Trommelwirbel, einen Lügendetektor dabei. Hä? Was? Das heißt Lügendetektor-Test, Bibo. Und das Plastikteil, das ist bestimmt nicht so ein Test. Du weißt ganz genau, die sind eigentlich mega groß. Und das ist das ganz bestimmt nicht. Ich kenne das nämlich aus Filmen. Jawohl, Leila, das ist ein echter Lügendetektor. Hä, und was macht man damit und was soll das, Bibo? Ich stell Fragen und der ist halt so transportabel, den kann man mitnehmen. Das geht wohl, Leila, das habe ich im Internet gekauft. So, du machst jetzt deine Hand hier drauf und dann stelle ich eine Frage und wenn du lügst, kriegst du einen Stromschlag. Das ganz sicher nicht, ich fass das doch nicht an. Ich doch, weiß doch pass ganz, es an. Ich weiß gar nicht, wo das schon überall war. An. Guck mal, deine ist Hand ganz passt neu da im nicht. Internet. Meine Hand passt da nicht rein. Ja, du musst auch die andere nehmen. Die passt da auch nicht Los. Rein. Komm. Das geht nicht. Chanel, Bibo, lüg, das ist nicht mit Stromschlag. Sowas ist niemals mit Stromschlag. Das ist ein Lügendetektor-Test angeblich und das ist ja kein Bestraftest oder so. Aber und außerdem, Bibo, wenn Chanel das nicht möchte, dann lass sie. Du kannst niemanden dazu zwingen, diesen blöden Test zu machen. Ja, na gut, Leila. Also wenn du sagst, das ist ohne Strom, dann ist das wahrscheinlich vielleicht doch so. Aber ja, dann probier's ja, doch jetzt okay, mal einfach aus. Dann musst du es aber aufmachen. Ich will das nicht, dass das zu ist. So. Okay, gut. Chanel, jetzt kommt die große Frage. Habe ich heute Käsebrötchen gekauft? Ja, ich sehe das Käsebrötchen doch. Ja, das stimmt. Siehst du? Das funktioniert wirklich. Oh ja, also dann funktioniert das ja. Also dann hat es ja erkannt, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Soll ich noch eine Frage stellen? Ja, aber wie macht es das Gehst denn? Gehst du gerne zu Starbucks? Ja. Schon wieder richtig! Aber... Guck, der Lügendetektor funktioniert total! Ist das Magie, Bibo, wie bei Harry Potter? Ich glaube, das ist Wissenschaft.
Chanel, glaubst du das jetzt wirklich? Das ist doch voll der, voll Pipifax. Das ist doch, das sind erstens voll die leichten Fragen. Aber das stimmt doch beides. Das ist eh nur Zufall. Das kann gar nicht funktionieren. Boah, Leila, jetzt sei nicht immer so langweilig. Das ist voll das lustige Ding hier. Doch, dann probier das doch jetzt selber mal, wenn du da nicht dran glaubst. Das ist blödes Plastikteil. Dann mach doch, ja, dann kannst du es ja einfach mal ausprobieren. Ja, dann stell mir eine Frage, meine Güte. Ja, und zwar, machst du immer deine Hausaufgaben wirklich selber? Ja, natürlich mache ich meine Hausaufgaben selber. Was ist das für eine blöde Frage? Hä? Hä, der hat gesagt, du lügst. Ich wusste es, du bist voll die Lügnerin. Und, ich wusste das. Das sage ich seit Monaten. Überhaupt nicht funktioniert. Das ist doch voll der Quatsch hier. Chanel, du glaubst das doch nicht wirklich, oder? Siehst du, du bekommst deine guten Noten, nur weil du immer rumschleimst. Hä, das stimmt überhaupt nicht. Jawohl. Stell mir noch eine Frage. Okay. Das Ding funktioniert halt nicht. Gut, dann Hand drauf. Ja. So, und jetzt frage ich dich, findest du dich selbst eigentlich auch so langweilig? Wieso langweilig? Natürlich finde ich mich nicht langweilig. Hä? Das du findest doch... dich sogar selbst langweilig? Das ist ja irgendwie noch langweiliger. Ich finde dich langweilig. Was ist das überhaupt für ein blödes Plastikteil? Das funktioniert sowieso nicht, ey. Doch, das hat jetzt zweimal bei Chanel die Wahrheit gesagt und bei dir, du lügst anscheinend. Stimmt, und das überhaupt nicht. Ich mache immer meine Aufgaben selber, also... Meistens jedenfalls. Ich muss auf Toilette. Ich habe keinen Bock mehr auf Frag doch das Ding, ob du wirklich auf Toilette Nein, musst. Das brauche ich nicht fragen. Na, schau mal einer an. Alles, was ich die ganze Zeit über Leila gesagt habe, stimmt. Sie macht ihre Hausaufgaben gar nicht so gut. Sie macht die ja nicht mal selber. Und sie findet sich auch langweilig. Also sie ist die Lügnerin, wie ich immer gesagt habe. Voll krass, es ist einfach die Wahrheit ans Licht gekommen mit diesem Lügendetektor. Ich hätte das wirklich nicht gedacht. Ja. Hallo, auch wie ich sehe, ist der Unterricht hier auch entfallen, na super. Ich wollte nur einmal kurz sagen, dass Frau Klein aus ihrem Urlaub leider nicht zurückgekommen ist. Deswegen wird der Unterricht, also gleich nächste Stunde auch ausfallen, nicht stattfinden. Das heißt, ihr könnt schon mal, macht euch einen schönen Nachmittag, es ist für euch super. Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Situation hier mit dem ganzen Unterrichtsentfall. Und naja, wegen der Sache mit dem Schlüssel nochmal, sorry, dass ich da... So eine Unruhe gestiftet habe damit. Das ist sehr unangenehm, aber der ist natürlich wieder aufgetaucht, ne? Naja, also scheinbar wusste Leila das schon. Die ist nämlich schon nach Hause gegangen, Frau Barsch. Ich dachte, die ist nur auf Toilette. Naja, die ist nicht wiedergekommen und ist schon Viertelstunde her, ne? Ah. Also ich denke mal, die ist nach Hause gegangen. Krass. Naja, egal. Ja. Frau Barsch, gucken Sie mal, was ich habe. Ja, super. Was ist das jetzt da, dieses Plastikteil da? Na, das ist doch ein Lügendetektor-Testgerät. Der erkennt immer, ob man die Wahrheit sagt oder lügt, ne, Chanel? Ja, der hat erkannt, dass ich gerne zu Starbucks gehe. Und er hat auch erkannt, dass Bibo heute Morgen Käsebrötchen gekauft hat. Und er hat erkannt, dass... Naja gut, das mit Leila erzähle ich nicht. Das ist... Nein, das ist nicht für die Lehrer. Aber egal. Doch, dass Leila nie ihre Hausaufgaben selber macht. Das ist nicht cool, das zu erzählen, Bibo. Egal. Wollen Sie das auch mal ausprobieren? Wollen Sie? Aha. Also das Ding hätte ich ja gebrauchen können hier, als ich meinen Schlüssel verloren habe, ne? Wo ich ja Herr Philipp da beschuldigt habe. Naja, aber das ist doch eh alles Quatsch. Das funktioniert doch sowieso nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Teil aus dem Internet, ne? Das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, der funktioniert wirklich. Jawohl, ja. Den habe ich im Internet gekauft, aber der funktioniert. Das haben wir ja gerade schon erzählt, dass der kann. Der war auch richtig teuer. Also probieren Sie das doch einfach mal. Sie haben doch gar nichts zu verlieren. Wie im Fernsehen. Ja, gut, komm, aber nur kurz. Ich habe jetzt auch nicht den ganzen Tag Zeit, aber wenn es dich glücklich macht... Ach, das ist doch hier. So, was haben wir denn hier? Dann müssen Sie hier einmal die Hand drauf machen. Ja, das kriege ich aber nicht irgendwie so einen Stromschlag oder irgendwas hier, ne? Nee, ist doch ohne Strom. Ich dachte, das wäre aber ist gar nicht. Na gut. So, und dann stelle ich Ihnen jetzt die erste Frage. Und zwar, Frau Barth. Die erste, ja, bitte aber nur eine. Mögen Sie unsere Klasse? Was ist das denn für eine Frage? Also... Ach, Kerl, also ich mag natürlich alle Klassen, das ist doch klar, ne, hier an der Schule. Ich mag alle Klassen, so. Oh, was heißt das? Sie haben gelogen! Bitte? Gelogen, das doch, ist doch das ist gelogen, das hat das Gerät gesagt. Dieses Plastikding hier, das kann doch das alles gar nicht wissen, so. Das ist wie im Fernsehen, das funktioniert wirklich. Kann ich Sie jetzt mögen gehen, uns oder? Überhaupt nicht. Ach, das ist doch, kann ich jetzt gehen, oder? Nee, was also da hier? Müssen Sie doch eine Frage beantworten. Ja gut, dann, was ist denn hier wirklich? Meine Herren. Also, wo wollen Sie denn überhaupt hin? Weil Sie unterrichten ja nie. Da habe ich doch die Frage, sind Sie überhaupt wirklich Lehrerin? Was soll das denn jetzt hier? Da muss ich doch mich nicht hier äußern. Natürlich bin ich Lehrerin. Was ist, also das ist doch... Wir haben ja nie bei Ihnen Unterricht. Ja, also sind wir jetzt beim Interview oder was soll das hier mit diesem... Das ist ein Mikro. Das ist ein Fisch, das ist ja wohl... Natürlich bin ich Lehrerin. Ich habe doch studiert. Also, was soll das denn hier? Ich bin nicht nur Lehrerin, ich bin auch Schulleiterin nämlich.
Wow! Ich wusste es doch! Schon wieder eine Lüge! Das ist keine, also das ist ja wohl hier eine Frechheit, mir sowas zu unterstellen. Frau Barsch, wer sind Sie denn? Wer sind Sie überhaupt? Also ich bin Frau Barsch und Barbara Barsch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist Frau Barsch. Die ist hier mehr Lehrerin. Also nee, also so, ich gehe jetzt wieder zurück ins Lehrerzimmer. Da dürfen Sie nicht hin, da dürfen nur Lehrer rein. Das ist so ein Quatsch hier. Pass auf, dass ich das nicht gleich einkassiere, Bibo. So. Chanel, was machen wir denn jetzt? Also ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Starbucks und dann müssen wir irgendwie Bescheid sagen, dass Frau Barsch da keine Lehrerin ist. Bei Starbucks? Ja! Okay, ich nehme den Detektor am besten mit. Und jetzt können Sie diesen unfassbaren Lügendetektor bestellen. Für nur 599 Euro diese Woche im Angebot. Von 1.995 Euro reduziert. Ohne echte Stromschläge, sondern wir tun nur so, als ob er Stromschläge macht. Weil er wirklich kein Lügendetektor ist, sondern einfach nur ein Stück Plastik. Aber ich habe trotzdem einen Stromschlag bekommen. Jetzt bestellen! Stimmt jetzt ab, welcher Teil des Käsebrötchens ist der beste? Das fluffige Innen oder das knusprige Außen? Lügst du? Sagst du die Wahrheit? Kein Stromschlag. Mach du nochmal. Pass auf, dass ich das nicht gleich einkassiere, Bibo. So. Chanel, was machen wir denn jetzt? Zu Starbucks gehen, Bibo! Okay. Tessa ist immer noch nicht da. Also gut, meistens kommt sie ja auch nicht vor mir, aber ich hoffe, dass sie gleich wiederkommt und dass sich irgendwas getan hat und sie nicht, also dass sie halt wieder zurück ist bei uns in der Schule. Guten Morgen, Layla! Chanel ist noch bei Starbucks, sie kommt ein bisschen später. Irgendwie siehst du ein bisschen anders aus. Bibo, Layla, es ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Starbucks hat zu heute. Und morgen auch. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ist Tessa eigentlich wieder da? Guten Morgen. Ja, das mit Tessa, also die ist ja wirklich von der Schule geflogen. Also die wird jetzt halt wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommen, leider. Und wie findet ihr meine Strähne? Ja, also die Strähne, die ist mir von da hinten von der Tür sogar schon aufgefallen, weil das macht echt so deinen Look komplett anders. Also jetzt bist du wirklich nicht mehr langweilig. Das kann ich nie wieder sagen, wenn du so aussiehst. Ja, aber Bibo, was ist denn mit Tessa? Also, komm, die ist halt von der Schule geflogen. Aber ist das jetzt wirklich, wirklich so? Ich dachte, vielleicht können die Lehrer sich das nochmal anders überlegen. Und vielleicht ist das nur irgendwie für eine Woche oder für zwei Tage oder so. Aber, also, die kommt wirklich, wirklich nicht wieder? Was fragst du mich das? Ich weiß das nicht. Also, ich habe gestern mit ihr geschrieben und die hat dann gesagt, dass ihre Eltern sie auf dem Internat anmelden wollen. Und sie will das auch überhaupt nicht. Und ich will das auch nicht. Also... Ich meine, Internat ist an sich ja eine coole Sache, aber sie soll lieber hierhin zurückkommen. Ja, mit Tessa. Ja. Wenn die das gar nicht will, ist ja voll blöd. Aber können wir bitte mal über deine Strähne jetzt reden, wie cool die ist? Dankeschön. Habe ich mir heute spontan gemacht. Ich habe das in so einem Video gesehen. Freut mich, dass es dir gefällt und dass ich jetzt endlich nicht mehr langweilig bin für dich. Aber ja, wo wir bei Haaren sind. Also, Tessa hat mir ja die Haare gemacht und wenn sie jetzt aufs Internat geht, dann muss sie ja bestimmt auch umziehen. Und dann ist sie ja gar nicht mehr hier und wer macht mir denn dann die Haare? Weil es ist ja so schwierig, immer einen Friseurtermin zu bekommen. Und das war so praktisch mit ihr. Also, wie machen wir das denn jetzt? Und Bibo wollte sich auch noch die Haare schneiden lassen von ihr. Und ja, Layla, bei dir ist es eh nötig. Chanel, das stimmt alles gar nicht. Also erstmal, ich habe schon ganz oft gesagt, ich will meine Haare überhaupt nicht ändern. Du solltest aber. Und außerdem, Layla hat jetzt tolle Haare. Sie muss das auch nicht mehr. Also sei nicht so gemein zu Layla, ja? Und ja gut, aber wo wir gerade bei Tessa waren, also ich habe auch ein paar Erinnerungen an Tessa. Und zwar fand ich das irgendwie, das eine Mal, als wir so doll Streit hatten, das war eigentlich ganz lustig, so insgesamt, wo wir dieses Projekt miteinander gemacht haben. Mit der Bartagame, also so im Nachhinein musste ich echt darüber lachen, wie blöd wir uns da angestellt haben. Und am Ende war ja auch wieder dann alles gut. Aber ja, ein bisschen vermisse ich Tessa dann auch. Ja, ihr habt voll recht und danke, Bibo. Ich finde es auch voll blöd, weil ich habe jetzt überhaupt keine Sitznachbarin mehr. Also auch wenn sie mich manchmal genervt hat und so, aber sie ist ja eigentlich cool. Jetzt sitze ich hier allein und was, wenn wir mal irgendwie Partnerarbeit machen müssen oder keine Ahnung, mit wem soll ich das dann machen und... Ja, das ist halt blöd ohne meine Sister, wie sie immer so schön gesagt hat. Können wir nicht irgendwas unternehmen dagegen oder so? Ich meine, vielleicht kann ich ja als Klassensprecherin nochmal ein gutes Wort für sie einlegen oder so. Naja, Layla, also wir haben doch schon diese Petition hier letzte Woche gemacht. Wow. Naja. Das hat ja auch nicht funktioniert. Also das ist ja auch nur ein blödes Blatt Papier und da hast du noch nicht mal richtig... Du musst auch oben Petitionen schreiben und alles... Also
Naja, du musst halt alles hinschreiben. Du hast irgendwie gar nichts hingeschrieben. Ach so. Du hast da drauf gekritzelt. Ja, aber wir haben ja alle unterschrieben. Warum hat das denn nicht funktioniert? Du musst auch dein schreiben, worum es geht. Und dann sollten vielleicht nicht nur wir drei da unterschreiben, sondern vielleicht auch die ganze Schule. Ja, Bibo, vielleicht hättest du das doch irgendwem geben müssen. Da sind doch irgendwie Tentakeln drauf gemalt von deinem Kunstprojekt noch. Also ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Aber also wir könnten sowas machen oder wir könnten halt, was auch immer hilft, weiß ich, es hilft immer, wenn man Spenden sammelt. Wir könnten zum Beispiel Kuchen verkaufen. Ich könnte was backen und dann könnten wir das verkaufen und dann könnten wir noch zusätzlich Spenden sammeln. Was meint ihr? Ja, das wäre doch eine gute Sache. Das könnte ja vielleicht klappen, vielleicht auch nicht. Doch, ich glaube schon. Also ich habe so ein neues, cooles Rezept für so Muffins. Ich kann die ja morgen machen, Muffins. Und dann können wir die verkaufen und Geld sammeln. Und mit dem Geld kommt dann Tessa wieder zurück zur Schule, muss nicht ins Internat. Ja, könnte klappen. Okay. Das verstehe ich nicht. Also wie hilft uns denn Kuchen verkaufen und Geld sammeln, damit das Tessa wiederkommt? Sollen wir die Lehrer bestechen oder was? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das hilft. Also das hilft dir bei anderen Sachen auch. Wisst ihr noch, als wir mal gegen Frau Bohnenkämper-Müller demonstriert haben? Da haben wir doch einfach nur gestreikt und protestiert. Das hat doch tatsächlich was gebracht, oder? Hat das nicht was gebracht? Hat das was gebracht? Aber sollen wir demonstrieren? Sollen wir Schilder machen? Ja, also das wäre, glaube ich, die beste Idee, die wir haben. Aber also mit Protestieren, ich weiß nicht, also ist das nicht ein bisschen hart? Also eigentlich ist das ja richtig, aber ist jetzt wirklich Tessa nur von der Schule geflogen? Also ich meine, das war ja diese Sache mit ChatGPT, aber ist das nur deswegen? Weil das ist jetzt ja auch nicht so krass gewesen, also dass man von der Schule fliegen muss. Weil vielleicht war da ja noch irgendwas anderes, wovon wir gar nichts wissen. Und wenn wir das nicht so wirklich wissen, sollten wir da vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger sein, oder was meint ihr? Also was ich vorschlagen würde, ich gehe jetzt erstmal in die Bib und setze mich da an den Computer und da werde ich erstmal recherchieren, ob das überhaupt, naja, wirklich gilt, dass man halt wegen sowas von der Schule fliegt, also wegen so ChatGPT und Fälschung der Hausaufgaben und des Tests und sowas. Ich werde das mal prüfen, weil vielleicht haben wir da noch eine Chance oder so. Gute Idee! Aber, sie ist wegen diesem komischen Theaterprojekt ist hier rausgeflogen? Wegen dem ChatGPT-Ding dabei? Wegen der Turnhalle. Ja, die war doch unter Wasser, war sie das nicht? Also ich würde dir zutrauen. Also, ja, aber egal, deswegen ich dachte, deswegen wäre sie rausgeflogen. Aber naja, also nur wegen diesem komischen Theaterstück, egal. Auf jeden Fall, ich würde dann demonstrieren gehen. Ich gehe demonstrieren, okay. Ich bin laut, ich werde draußen ein bisschen rumschreien. Stimmt, du bist sehr laut. Ich werde draußen ein bisschen rumschreien, du bist nicht so still wie ich. Dass Tessa wiederkommen soll. Geh weg, Bibo, weg mit dir. Weg, und, ich muss demonstrieren. Aber ich muss auch gehen, weil ich sammle dann nämlich jetzt noch Unterschriften. So. Aha, Bingo, hier steht's doch. Ich hab's doch gewusst. Hier steht's schwarz auf weiß. Tessa, also da steht ja natürlich nicht der Name Tessa, aber sie hätte natürlich nicht von der Schule fliegen dürfen. Hier steht, also hier zu ChatGPT habe ich jetzt nichts gefunden, ob das jetzt, aber hier steht jedenfalls, dass das kein Grund ist, dass sie von der Schule fliegt. Also wenn das bei einer Klausur oder bei einer Arbeit wäre, dann ja, aber nicht bei so einer blöden Projekt, Arbeitsabgabe, vor allem nicht, wenn das mit Kunst zu tun hat. Also das steht hier definitiv schwarz auf weiß. Sie hätte nicht von der Schule fliegen dürfen. Ich glaube, ich spreche jetzt erstmal mit Frau Barsch. Leila! Leila, was ist passiert? Was ist passiert? Du hast uns angerufen. Wir sollten sofort kommen. Ich habe Bibo mitgebracht. Was ist los? Jetzt beruhigt euch mal. Also ich hab ja recherchiert, natürlich habe ich ja gesagt. Und dann war ich bei Frau Barsch, denn ich habe herausgefunden, dass das überhaupt nicht rechtens ist und gar nicht gelten kann. Dass es unfair ist, dass sie von der Schule geflogen ist, weil das kein Grund ist. Das stand schwarz auf weiß im Internet. Wow. Naja, das habe ich dann Frau Barsch gezeigt und sie war sogar schockiert, weil sie wusste nämlich nicht mal, dass es sich nur um so ein blödes Kunstprojekt gehandelt hat, weil sie dachte nämlich, das wäre eine richtige Klassenarbeit oder Klausur gewesen. Aber das war es ja gar nicht. Selbst das wäre schon eine Nummer zu hart. Egal. Naja, und dann wusste sie gar nicht, dass das so ablief und sie wusste auch überhaupt nicht, dass das Frau Bohnenkämper-Müller dann einfach alleine entschieden hat und jetzt, naja, ist egal. Auf jeden Fall hat Frau Barsch sich mit Philipp zusammengesetzt und die haben beide gesagt, dass es unfair ist und nicht gilt. Und die wollen jetzt Tessa und ihre Eltern kontaktieren und ihr sagen, dass sie wiederkommen darf. Okay. Also, dann kommt Tessa wieder bei uns in die Klasse und... Aber dann brauchen wir gar keinen Kuchen verkaufen morgen. Wir können trotzdem Kuchen backen und dann können wir den einfach essen zusammen mit Tessa. Die freut sich bestimmt, wenn wir Kuchen haben. Und sie kann mir die Haare machen. Ja, das hast du echt super klasse gemacht, Leila. Dankeschön.